神羅転生。Was ist denn der Ort? Ach, hier lang. Zwanzigtausend. Das ist schon ganz geil. Ich habe jetzt 26.000. Das ist ein gutes Sümmchen. Doch zuvor, bevor wir irgendwas machen. Ich wollte noch einmal. Eine Bonusfolge kommt tatsächlich noch für den. Also eine Bonusmission für den Akt 2, bevor ich den Akt 2 abschließe halt. Ja. Die ganzen lächerlichen Dinger sind immer noch oben. Und? Was gibt es über den Kaiser zu berichten? Wirklich? Eine bessere Nachricht hättet ihr uns nicht bringen können. Trotz der jüngsten Ereignisse ist dies ein glücklicher Tag für uns, mein Freund. Trotz vieler Schicksalsschläge seid ihr der dunklen Bruderschaft treu geblieben. Ihr habt uns alle gerettet und dafür gebührt euch mein ewiger Dank. Ich muss natürlich fragen, wie viel Mortier für die Ermordung des Kaisers bezahlt hat. Ich sag die Wahrheit. Erstaunlich! Tja, der alte Bastard war die Mühe wirklich wert, was? Darf ich euch vielleicht einen Rat geben? Ihr solltet Delvin Mallory in Rifton aufsuchen. Wenn ich nicht irre, hat Astrid euch schon einmal zu ihm geschickt. Mallory ist ein Akquisitionsexperte. Mit dem Geld können wir diese Zuflucht renovieren und neu ausbauen. Sie zu einem echten Zuhause machen, hm? Kümmert euch darum und ich will sehen, ob ich nicht ein paar neue Mitglieder für unsere Familie finden kann. So, im Prinzip war das jetzt... Vollbracht. Kaiser Titus Mede der Zweite ist tot und die dunkle Bruderschaft lebt weiter. Doch unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Wisst ihr, ich kann euch immer noch zahlen. Kommt näher, Zuhörer, und lauscht meinen Worten. Genau, die Questreihe Ewige Treue der Dunklen Bruderschaft, das ist einfach nur, man tötet und tötet und tötet und tötet immer wieder, macht immer wieder Mordaufträge. Das wird sich jetzt alles wiederholen. Im Prinzip ist man mit High Cities auch schon fertig. Genau. Ich bin schon wieder. Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn. Warte, was? Warum habe ich denn noch Kopfgeld in der Rifton? Ja, man kann aus dem Gefängnis ausbrechen, ich weiß. Aber warte. Habe ich den Kopfgeld in der Rifton her? Wen habe ich denn in Rifton getötet? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung. Und warum erzählst du mir das? Der von Rifton ist vielleicht sogar... was für mich. Sehr schön, so kann ich mein Schleichen noch verbessern.
Scheißen Dreck. Oh nee. Okay. Ich bin unter einer Säule, du kannst mich nicht sehen. Okay, dann gehe ich halt zurück auf. Ah, ich kann ja mal gehen. Und zwar endlich auf 24 hoch. Sieh, hör zu, wir haben alle unsere. Also hatte ich eine kleine Affäre, während ich mit einem wunderschönen Mädchen namens Vidi verlobt war. Nun, sie findet es heraus und erzählt es ihrem Bruder Wulfur. Und der greift mich prompt mit einem Messer an. Ich meine, da musste ich mich doch schließlich verteidigen. Genau. Und nun muss ich 8 Monate lang diese Stäbe anstarren. Ist das zu fassen? Ja. Da wollte ich dieses Weibstück in die reichste Familie von Rifton einheiraten lassen und das ist nur Mittag. Ich würde alles dafür tun, sie den Kopf dieser Hure auf einem Tablett servieren zu lassen. Ich muss nur noch wissen, wo sie ist. Also, Mordauftrag nochmal. Okay, aber nein, darum ging es mir gerade nicht. Gesetze brechen. So. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Schlaues. Ja, ja. Jetzt kommt mit zum Schloss. Ich weiß nicht mal, warum ich da im Kopf bin. Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Bisschen lästig. Zumindest im Moment auch. Aber man will ja erstmal aus Spaß spielen, dann kann man später die ganzen Verbrechen noch machen. Später sind noch Verbrechen geplant, ja. Von den 25.000 wird aber auch nicht so viel mehr übrig bleiben. Ich bin ganz Ohr. Die Dämmersternzuflucht? Da haust ihr alle also gerade. Ganz ehrlich, das wird euch kosten. Sehr viel kosten, aber ich kann euch helfen. Wovon genau sprechen wir denn hier? Okay, mal gucken. 5. 15, 15, 18. Wandbehänge, wie? Wollt ihr es euch vielleicht etwas gemütlich machen? Also gut, ihr sollt sie haben. Also gut, die sind schon praktisch, oder? Ein Arbeitsplatz für Alchemie-Experimente. Vielleicht ein kleiner Garten mit ausgesuchten Pflanzen. Schön, ist so gut wie erledigt. Aber warum muss man denn immer wieder... Aber natürlich... Ja, so kenne und liebe ich die dunkle Bruderschaft. Fürs Geschäft oder zum Vergnügen? Ja, aber ist ja auch egal, oder? Ich werde mich darum kümmern. Aha. Hallo. Ja, bitte. Also gut. Wie laut... Ja, das kriegen wir hin. Ich denke da an einen Kanaldeckel im Außenbezirk von Dämmerstern. Der würde zu einem Tunnel und dann nach drinnen führen. So kommt ihr schnell wie die Kaninchen rein und raus. Ich bin ganz...
Also gut. Von den 20.000 sind noch 1.000 übrig. Das Schlafzimmer, das eines Königs würdig wäre. Kein Problem. Ihr bekommt ein schönes großes Bett, einen hübsch eingerichteten Raum und vielleicht noch etwas zusätzliche Dekoration dazu. Ja, bitte. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, dass euer Zuhause jetzt wohnlich ist und viel Erfolg mit euren Mordsgeschäften. Ja, bitte. Sehr schön. Akt 2 wäre damit fast beendet. Lies älteres Nachricht. Genau, erstmal den legendären Assassinen finden. Das war nämlich das Letzte, was gefehlt hat. Ich verlaufe mich andauernd. Das ist nicht mehr lustig. Der legendäre Assassine und dann war es das auch mit Akt 2. In der Nähe der Drachenbrücke. Ich weiß immer noch nicht, was die Drogs, was es mit den Drogs auf sich hat. Ob ihre Seelen an den Ort gebunden sind und deswegen und sie umherwandeln, bis sie irgendwie ihren Zweck erfüllt haben, oder? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Aber ist dieses Gebiet in der Nähe von Einsamkeit oder wie? Also ja, das gehört zur Einsamkeit, okay. Ich verstehe, warum die so pisst sind. Aber du, ist mir scheißegal, dann kann sich der Drache um euch kümmern. Ihr könnt mich mal. Der Drache kann sich um die kümmern. Ja, ja. Mit dem Pferd denke ich so weit schwimmen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Scheiß kleine Schlammkram. Oh yeah. Frei durch die Natur. Ah! Nee. Mach ich nicht. Scheiß drauf, dann die Höhle zu entdecken. Nochmal da runter? Nee. Hier die gute Yachthütte, die kann ich entdecken. Ich meine, noch eine Dedra-Quest irgendwie bringt mich hier in die Nähe. Aber ich komme ja auch hin. Dann nehmen wir vieles mit, was hier auf dem Weg liegt. Oder Ach komm. Liegt dir irgendwie noch mit auf dem Weg?
Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Kacke. Das sind Pferde, das heißt, hier müssen auch irgendwo Menschen sein. Es ist ziemlich neblig. Das ist echt schade. Boah, hat die ganzen Schlammkrabben. Na, schaffst du es noch? Sehr schön. Orkstadt. Sprungschanzen. Oh, will mich der Drache verarschen, hat er mich verfolgt die ganze Zeit. Nee. Ich habe gerade keinen Bock auf den Drachen. Sollen sich mal die anderen darum kümmern. Warum muss sich immer der Held darum kümmern? Hm. Dann muss ich jetzt unlogisch klippen klettern. Ach Mann. Mann. Na komm her, Bärchen. Jetzt habe ich meinen Gaul auch nicht mehr. Wer belebt eigentlich die ganzen Drachen wieder jetzt, wenn Alduin weg ist? Kann doch nicht sein. Ich glaube nicht, dass er schon so eine Armee an Drachen zusammen erweckt hat. Wollt ihr nicht erstmal sagen, dass ihr irgendwie mein Geld haben wollt? Und tschüss. Und er verfolgt mich hier. Der da hat auch nichts Besseres zu tun. Ich sehe das gar nicht ein. Komm schon. Du schaffst das. Sehr schön. Mir egal. Ich bin da, wo ich sein wollte. Ich dachte gerade, ich hätte mich jetzt auch festgebackt. Das wär's ja. Oh, eine Eisenstahlaxt. Schön blutig. Hm. Ich mach das nicht. Nö. Nö, badubidu. Die können sich selbst mal helfen. Fuß,
Sehr schön. Und das soll mir irgendwie wehtun? Was für sterbt endlich? Du hast einen Pfeil auf mich geschossen und das dann noch in den Arm. Und wo wir gerade dabei sind, gib mir mal deine Pfeile. Oh yeah. Ein Stahldolch. Ein Skelett. Ach nee, ich muss da ja durch. Hast du irgendwie den Schlüssel? Nö. Hast du den Schlüssel? Der hat noch Pfeile. Ha. Ja, ich habe die Pfeile gesehen, bevor irgendwer was sagt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ach, ich gebe dir noch einen kleinen Genickrüttler. Hast du den Schlüssel für mich? Ja, danke schön. Sehr schön. Das heißt, das kommen wir easy peasy durch. Hm. Ich bleib beim Schwert. Das habe ich schon mehr trainiert. Oh. Du hast ja auch was gehört. Dein Tod. Der hat immer eben Hallöchen gesagt. Ab ins Tiefmaltal. Ja, und wie siehst du dieses Küchlein? Diese Kühl. Diese Kühlein, ja, keiner, das Kühlein. Da können sich die Abgeschworenen drum kümmern, um den Drachen. Ich sehe es nicht ein, hier immer die Drecksarbeit zu machen. Kümmert ihr euch um den Drachen? Ich gehe dabei meine Sachen nachher erledigen. Gut? Gut. Irgendwer scheint nicht meiner Meinung zu sein, aber das ist mir egal. Entweder ihr seid alle tot, wenn ich wiederkomme, oder ich hab... Du weißt doch, was passiert mit Magiern, deren Magie geraubt wird. Ihr widerlichen. Bitte was? War das eine beschworene. War das ein beschworenes Wesen, der Hexenrabe? Oder wie oder was? Ah ja, kann. Schön alles gedeckt hier. Irgendwas muss sich hier doch auch mal noch machen. Irgendwas. Genau. Blitzresistenz, Geld, Stab der Wiederbelebung. Und er hatte die verbesserte dunkle Bruderschaftsausrüstung.
Ja. An sich ist es ansonsten... Ja gut, meistens, wie gesagt, nahezu unmachbar, wenn... So. Einmal. So. Ach, hör auf, dich im anderen zu teleportieren, du widerlicher Dreckshexe. Nee. Nehme ich auch. Sehr schön. Schwört der Drache hier noch rum? Habe ich euch nicht zurückgeschickt? Und du hässliches Ding. Gehst mir auf den Sack. Noch ein Abgeschworener. Komm mal her. Habt ihr den Drachen erlegt oder nicht? Nun, im Endeffekt ist mir auch egal. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt komplett Akt 2. Bis auf ewige Treue der dunklen Bruderschaft. Wo ich dann die ganze Zeit Kills machen muss für die dunkle Bruderschaft und somit Geld verdienen kann. Ja. Na gut, dann würde ich hier erstmal speichern. Und die Aufnahme-Session beenden. Ich bedanke mich herzlich fürs Sehen und sage noch Tschüss, hauen Sie an, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.